Im Jahr 1453 überschritt das expandierende Osmanische Reich die Schwelle zu Europa. Die Osmanen eroberten Konstantinopel. Nur wenig später setzte Sultan Mehmed II., genannt der Eroberer, seinen Vorstoß Richtung Westen fort. Am 4. Juli 1456 erreichte er mit einem Heer von etwa 40.000 Mann und 200 Schiffen die ungarische Grenzfestung Belgrad. Das war der Beginn einer Belagerung, die sich durch ein ungewöhnliches Kreuzfahrerheer, einen gescheiterten Hinterhalt und eine mächtige Festung auszeichnete. Das Ende der Belagerung von Belgrad oder auf Altungarisch Nándor Fehérvár am 22. Juli wird in Ungarn bis heute als Gedenktag gefeiert. Das ist die Geschichte der Belagerung von Belgrad, erzählt nach den Erkenntnissen der gängigen Forschung. Nachdem der Halbmond das Kreuz auf der Hagia Sophia ersetzt hatte, fassten die Osmanen auf dem Balkan schnell Fuß. Obwohl die Eroberung von Konstantinopel ganz Europa in Angst versetzt hatte, reagierte in der Praxis kaum jemand auf die osmanische Bedrohung. Einer der wenigen, der konkrete Maßnahmen ergriff, war Johann Hunyadi, der Generalkapitän Ungarns. Der erfahrene Politiker und Veteran hatte Ungarn regiert, während der junge König Ladislaus V. unter der Vormundschaft Friedrichs III. Gestanden hatte, der 1452 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geworden war. Als Friedrich den jungen König gehen ließ, trat Hunyadi als Reichsverweser zurück, behielt aber de facto die Macht als Generalkapitän und Verwalter der königlichen Einkünfte. Der König und sein neuer Vormund, Ulrich von Zilli, bemühten sich, Hunyadi zu entmachten. Der greise Generalkapitän hatte jedoch immer noch den Großteil des Adels auf seiner Seite und hatte nicht die Absicht, seine Macht ohne weiteres abzugeben. Trotz der Streitigkeiten, die daraus resultierten, stellte Hunyadi eine Armee auf und bereitete sich auf einen allfälligen Angriff der Osmanen vor. Als Mehmed der Eroberer 1454 dann tatsächlich in Serbien einmarschierte, war Hunyadi bereit. Er überquerte mit etwa 8000 Reitern die Donau bei Belgrad, besiegte die bei Kruševac stationierten Osmanen und fiel in Serbien und Bulgarien ein, wobei er bis nach Pirot und Vidin vorstieß. Das löste in Europa Begeisterung aus und es wurden großartige Pläne geschmiedet, um die Eindringlinge aus dem Osten komplett zu vertreiben. Aber immer noch wurde kaum etwas davon in die Tat umgesetzt. Im September 1455 kamen Gerüchte auf, dass Mehmed II. Einen Feldzug gegen Moldawien oder die Walachei plante und kurz darauf erkannte Moldawien unerwartet die osmanische Oberherrschaft an. Damit wurde die Aussicht auf eine Invasion immer konkreter. Trotzdem zögerte König Ladislaus bis im April 1456 ein Heer aufzustellen. Als er es schließlich doch tat, verzögerte sich die Rekrutierung aufgrund von Versorgungsengpässen bis zur nächsten Ernte. Das war viel zu spät und als am 7. April die Nachricht eintraf, dass die osmanische Armee nun definitiv auf Ungarn zumarschierte, war das einzige Heer, das zur Verfügung stand, das von Hunyadi. Laut dem Historiker Tamás Palos Falvi zählte dieses im März etwa 10.000 Mann. Lange Zeit blieb das genaue Ziel der Osmanen unklar, sodass Hunyadi gezwungen war, die ganze lange ungarische Grenze im Auge zu behalten. Im Juni zog er Richtung Timișoara und lagerte gerade bei Holos, als endlich klar wurde, dass die Osmanen nach Belgrad marschierten. Obwohl Ladislaus' Armee bei weitem nicht bereit war, war Hunyadi nicht ganz auf sich allein gestellt. Ein Franziskanermönch aus Italien, Giovanni da Capestrano, bemühte sich nämlich Bauern und lokale Fürsten für einen Kreuzzug gegen die Osmanen und damit für Hunyadis Sache zu gewinnen. Nach einer Rekrutierungskampagne in Böhmen und Deutschland konzentrierte er seine Bemühungen auf Südungarn. Obwohl die Menschen wahrscheinlich nicht allzu viel von seinen langen lateinischen Predigten verstanden, hatte er beträchtlichen Erfolg. Vor allem die Menschen, die nahe der Grenze lebten, fürchteten osmanische Überfälle und waren bereit, sich dem Kampf gegen sie anzuschließen. Bis zum Frühsommer 1456 gelang es da Capestrano, ein Heer von etwa 27.000 Kreuzfahrern zu versammeln. Nur waren das keine Soldaten, sondern mit Schleudern, Heugabeln und Äxten bewaffnete Bauern, Kaufleute und Handwerker. Angst und religiöse Überzeugung trieben sie an,
aber sie waren den disziplinierten und gut ausgebildeten osmanischen Soldaten bei weitem nicht gewachsen. Robert Nisbet Bain, ein Historiker und Sprachwissenschaftler, der um 1900 schrieb, fällte ein vernichtendes Urteil. Eine Armee konnte man diesen Haufen kaum nennen, denn mit Sicherheit ist nie eine traurigere Schar von Kriegern zusammengekommen. Neben da Capestranos Kreuzfahrern konnte Hunyadi auf die stärkste Festung an der ungarischen Grenze zählen, Belgrad. Belgrad war für Ungarn, was Konstantinopel für Europa gewesen war und galt als Tor zum Königreich. Die wehrhafte Festung dominierte eine dreieckige Landzunge am Zusammenfluss von Donau und Save. Ihr Zentrum war eine Burg, die am höchsten Punkt der Anhöhe stand und in mehrere Abschnitte unterteilt war, die einzeln verteidigt werden konnten. Der Zugang dazu war nur über eine einzige Zugbrücke möglich und eine massive Mauer trennte sie von der Stadt, die ebenfalls in Viertel aufgeteilt war. Auch die äußeren Verteidigungslinien waren beeindruckend. Wegen der Donau und der Save und den steilen Felswänden an ihren Ufern konnte sich ein Angreifer Belgrad nur von Süden her nähern, wo ihn eine doppelte Mauer und ein Graben erwarteten. Dank zweier befestigter Häfen, in denen die Donauflottille stationiert war, war auch die Versorgung der Stadt sichergestellt. Dazu kam, dass Hunyadi seinen Schwager Mihály Shilagi und seinen ältesten Sohn Laszlo mit der handverlesenen Elite seiner Armee vorausgeschickt hatte, um die Garnison zu verstärken. Nachdem sie am 14. Juli eingetroffen waren, verteidigten nach Schätzung von Tamás Balázsfalvi etwa 5.000 bis 6.000 Mann die Grenzfestung, die bestens versorgt und ausgerüstet war. Mehmet II. Und sein Heer erreichten Belgrad am 4. Juli 1456. Der Sultan hatte den Winter damit verbracht, sich auf den Feldzug vorzubereiten. Das Ergebnis war ein beeindruckendes Heer von 40.000 bis 50.000 Mann, 200 Schiffen und einem großen modernen Artilleriekontingent. Die gewaltigen Geschütze machten bei den Zeitgenossen besonders viel Eindruck. Ein staunender Augenzeuge schrieb, dass das Heer ein Ausmaß hatte, wie es noch nie ein menschliches Auge gesehen und sich noch nie ein Verstand vorgestellt hat. Nach ihrem Eintreffen hielten die Osmanen Kriegsrat, um ihr weiteres Vorgehen zu besprechen. Einige der Berater des Sultans sprachen sich dafür aus, die Stadt vollständig einzuschließen, das Umland zu besetzen und erst dann mit dem Angriff zu beginnen. Andere plädierten dafür, sofort das Feuer auf die Stadt zu eröffnen und so schnell wie möglich anzugreifen. Mehmet entschied sich für die zweite Option. In der Zwischenzeit hatte Hunyadi versucht, die Osmanen am Zusammenfluss von Morava und Donau abzufangen, war jedoch zu spät, wie er am 3. Juli aus einem Brief von Giovanni da Capestrano erfuhr. Die osmanische Flotte hatte sich die Kontrolle über die Donau unterhalb von Belgrad bereits gesichert. Und nicht nur das, es war ihnen sogar gelungen, an der Festung vorbeizusegeln und stromaufwärts eine Blockade zu errichten. Dutzende osmanische Schiffe, die mit schweren Ketten verbunden waren, versperrten den Weg die Donau hinab. Von der Landseite riegelten die Osmanen Belgrad ab, indem sie ein befestigtes Lager quer über die Landzunge bauten. Mehmet stellte die Truppen aus der Provinz Rumelien mit dem größten Teil der Artillerie auf den rechten Flügel, die aus Anatolien auf den linken und die Janitscharen ins Zentrum. Um böse Überraschungen zu verhindern, patrouillierten die Sipahi, die gefürchtete osmanische Kavallerie, entlang des Donauufers. Diese Aufstellung zeigt deutlich, dass der Sultan seine Kräfte auf die südliche Stadtmauer konzentrieren und Belgrad im Sturm erobern wollte. Wenig später eröffnete die osmanische Artillerie das Feuer. Tagelang beschossen sie die Mauern ohne Unterbruch, während ein Heer von Arbeitern begann, den Stadtgraben zuzuschütten. Die Verteidiger arbeiteten ihrerseits unermüdlich, um sie auszubremsen. Was die osmanischen Kanonen tagsüber zerstörten, reparierten die Verteidiger in der Nacht. Sie errichteten behelfsmäßige Verteidigungsanlagen, füllten die Breschen mit Geröll und Erde und schossen unentwegt zurück. Ihre Kanonen zerstörten immer wieder Belagerungsgeräte der Osmanen, verwüsteten ihre Stellungen und brachten ihnen verheerende Verluste bei. Unter den vielen, die von den Kanonenkugeln in den Tod gerissen wurden, war auch der Beylerbey, also der Provinzgouverneur von Rumelien, Dai Caracha. Trotzdem verschlechterte sich die Lage in der Stadt bald. Die Garnison war erschöpft, die Bevölkerung hatte Angst und viele Gebäude lagen in Trümmern.
Auch die Vorräte schrumpften rasch und es war lediglich eine Frage der Zeit, bis die Festung würde kapitulieren müssen. Gerade in diesem Moment gelang es einem leichtfüßigen Boten, durch die osmanischen Linien zu schleichen. Er informierte Hunyadi über die verzweifelte Lage und bat ihn, der Stadt rasch zu Hilfe zu kommen. Hunyadi hatte flussaufwärts bei Salankemen eine kleine Flotte zusammengestellt. Die bestand hauptsächlich aus Handelsschiffen, die umgerüstet und mit Kanonen ausgestattet worden waren. Am 14. Juli war die Flotte bereit und Hunyadi schickte sofort seine besten Soldaten an Bord. Während er selbst und einer seiner Befehlshaber an beiden Ufern mit Truppen flussabwärts marschierten, stach die improvisierte Kriegsflotte in See. Sie nutzte die starke Strömung, um sich mit Schwung in die Blockade treiben zu lassen. Als die Verteidiger das sahen, bemannten auch sie einige Schiffe und fielen den Osmanen in den Rücken. Während die Seeschlacht auf dem Fluss tobte, besetzten die Truppen Hunyadis beide Ufer. Mehrere Stunden beschossen sich die Schiffe aus nächster Nähe mit ihren Kanonen, während die Truppen an Bord versuchten, die Gegner zu entern, bis es den leichteren und schnelleren ungarischen Schiffen endlich gelang, die osmanischen Galeeren einzukreisen. Erbarmungslos metzelten sie ihre Mannschaften nieder und ließen die, die sich ans Ufer retten wollten, ertrinken. Damit war die Blockade aufgelöst und der Weg nach Belgrad frei. Hunyadi ließ umgehend Nachschub in die Stadt bringen und folgte am 15. Juli selbst mit kampferprobter Verstärkung. Die Stadtbewohner atmeten erleichtert auf. Währenddessen bezog Giovanni da Capistrano mit seinen Kreuzfahrern am linken Ufer der Save Stellung, um die Osmanen daran zu hindern, den Fluss zu überqueren. Das war ein Problem für die Osmanen. Die Strategie, alle Kräfte zwischen den Flüssen zu konzentrieren, war nach hinten losgegangen. Mehmet hatte seinen Feinden zu viel Spielraum gelassen. Sie konnten sich beidseitig der Donau und links der Save frei bewegen und nun, da die Flussblockade zerstört war, problemlos Verstärkung und Nachschub in die Stadt bringen. Aber jetzt war es zu spät, um diesen Fehler gutzumachen und die Stadt ganz zu umstellen. Die Osmanen hatten keine andere Wahl, als bei ihrem ursprünglichen Plan zu bleiben. Dementsprechend beschossen sie die Stadt weiter und intensivierten ihre Bemühungen, den Graben zuzuschütten. Aber nun schlug ein unsichtbarer Feind zu. Eine Seuche breitete sich im Lager der Osmanen und in der Stadt aus. Sie hatte schon vorher in der Region gewütet und forderte nun noch einmal zahlreiche Leben. Aber weder die Verteidiger noch die Angreifer konnten sich jetzt krank melden und der Kampf tobte weiter. Aber plötzlich verstummte der ohrenbetäubende Lärm der osmanischen Geschütze. Hunyadi wusste nur zu gut, was das bedeutete. Ein Angriff stand bevor. Am Abend des 21. Juli durchbrachen die Trommeln der Osmanen die Stille. Kurz darauf rückte die Infanterie zusammen mit den Janitscharen vor. Was bei dem folgenden Ansturm genau passiert ist, ist kaum zu rekonstruieren. Die Quellen sind stark voreingenommen und erzählen eine völlig überzeichnete, heldenhafte Abwehr durch die Christen. Das fängt dabei an, dass die Mauern durch die Bombardierung angeblich völlig zerstört worden waren. Hunyadi selbst schreibt, dass die Verteidigungsanlagen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wie eine Festung, sondern wie ein flaches Feld aussahen. Das ist aber mit Sicherheit stark übertrieben. Moderne Historiker bezweifeln sogar, dass die osmanischen Kanonen in der Lage waren, in so kurzer Zeit überhaupt eine Bresche zu schlagen. Der Grund dafür, dass die Quellen so übertreiben, ist sicher, dass die Leistung der Verteidiger dadurch noch heldenhafter erscheint. Sie stellten sich sozusagen ohne jeden Schutz tapfer den Wellen der zahlenmäßig überlegenen Angreifer entgegen. Wie dem auch sei, irgendwie gelang es den Osmanen, an mehreren Stellen in die Stadt einzudringen, während Hunyadi seine besten Männer in die Burg zurückzog, um dort eine Überraschung für die Eindringlinge vorzubereiten. Diese waren durch den raschen Erfolg an der äußeren Mauer in Hochstimmung und gingen davon aus, dass die Burg ebenfalls leichte Beute sein würde. Als sie jedoch in die Nähe kamen, stürmten Hunyadi und seine Männer plötzlich auf sie los. Manche Quellen berichten sogar, dass die Männer auf den äußeren Mauern gleichzeitig ein Feuer entlang der Verteidigungsanlagen entfachten, um die Truppen in der Stadt von weiterer Verstärkung abzuschneiden. Das ist plausibel, aber nicht gesichert. Jedenfalls tobte der Kampf mehrere Stunden, bis sich die Osmanen schlussendlich zurückzogen.
Die Männer des Sultans hatten zwar keine allzu großen Verluste erlitten, aber sie waren sich jetzt bewusst geworden, wie stark die Burg wirklich war, und ein anderer Zwischenfall hatte sie schwer getroffen. Ein Brand hatte den Unterstand zerstört, in dem Wagen und Seile gelagert worden waren, und ohne Wagen und Seile war es unmöglich, die Artillerie zu bewegen. Damit gingen dem Sultan langsam die Möglichkeiten aus. Er nahm Zuflucht zu einer Kriegslist. Mehmet befahl seiner Kavallerie, sich zurückzuziehen und einen Teil des Lagers und der Artillerie unbewacht zu lassen. Das verleitete wie beabsichtigt einige der Männer auf den äußeren Mauern dazu, ihren Posten zu verlassen und zu plündern. Hunyadi wusste, dass das ein Fehler war, weil die Verteidiger auf offenem Feld keine Chance haben würden, und schritt sofort ein, indem er den Befehl gab, die Stellung zu halten. Aber es war zu spät, denn unterdessen hatten auch die Kreuzfahrer am anderen Ufer der Save gesehen, was vor sich ging, den Fluss überquert und sich den Plünderern angeschlossen. Und es kam, wie es kommen musste. Als die Kreuzfahrer das Lager erreicht hatten, stürzten sich die Osmanen von allen Seiten auf sie. Die schlecht bewaffneten und ausgebildeten Männer der Capistranos hatten keine Chance und mussten sich unter massiven Verlusten bis an den Fuß der Mauer zurückziehen. Nun beschloss Hunyadi, trotz seiner Bedenken in den Kampf einzugreifen, und stürmte mit seiner Kavallerie aus der Stadt. Damit bekam der Sultan, was er sich gewünscht hatte, eine offene Feldschlacht. Zu seinem Unglück verlief aber nichts nach Plan. Die Kavallerie, die Mehmet weggeschickt hatte, um die Verteidiger zu täuschen, kehrte nicht rechtzeitig zurück, und der plötzliche Angriff von der Seite überraschte die osmanische Infanterie so sehr, dass sie sich ins befestigte Lager zurückziehen musste. Dort erreichte die Schlacht ihren Höhepunkt. Sultan Mehmet II. Warf sich persönlich ins Handgemenge, wurde aber nach kurzer Zeit von einem Pfeil in den Oberschenkel getroffen, sodass er das Schlachtfeld wieder verlassen musste. Die Schlacht tobte bis zum späten Nachmittag, als endlich ein Teil der osmanischen Kavallerie zurückkehrte. Aber es war bereits zu spät. Die Schlacht war verloren. Die Ungarn brachten den Osmanen zwar keine vernichtende Niederlage bei, aber sie erreichten, dass die Belagerung abgebrochen werden musste, weil sie alle Geschütze, die sie bewegen konnten, mitnahmen und den Rest unbrauchbar machten. Angeschlagen und ohne seinen wichtigsten Trumpf, die Artillerie, musste Mehmet den Befehl zum Rückzug geben. Die osmanische Armee verließ ihr Lager noch vor dem Anbruch des 23. Juli. Belgrad war gerettet. Dieser Sieg beendete den Vormarsch der Osmanen fürs Erste und hatte große symbolische Bedeutung. Europa jubelte auf, denn die erfolgreiche Verteidigung Belgrads nahm den Osmanen den Nimbus der Unbesiegbarkeit. Hunyadi wollte seinen Sieg ausnutzen und in die Offensive gehen, um die Osmanen vom Balkan zu verdrängen. Aber noch bevor er seine ehrgeizigen Pläne in Angriff nehmen konnte, erlag der alte Krieger am 11. August der Pest. Wenig später folgte ihm auch sein Waffenbruder Giovanni da Capistrano ins Grab. Die friedlose Nachbarschaft zwischen dem Osmanischen Reich und Ungarn sollte noch lange nicht enden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann überleg dir doch, Mitglied unseres Kanals zu werden und uns so zu unterstützen. Wir sind für jede Hilfe, jeden Like und jeden Kommentar dankbar.